Was geht ab, Pyros? Und heute gibt's für euch eine 50 Euro Feuerwerk Einkaufsliste in den Discountern in Österreich und eine 100 Euro Einkaufsliste. Da mich so viele Leute gefragt haben, ob ich eine Einkaufsliste zu 50 und zu 100 Euro mache, habe ich mich kurz vor Silvester dazu entschlossen, doch noch ein Video zu machen. Und ja, drei Discounter habe ich mir ausgesucht, und zwar Hofer, Penny und Norma. Und ja, starten wir gleich mit der 50 Euro Einkaufsliste. Fangen wir mit dem Hofer an. Da würde ich mir Tango oder das Bolero Raketensortiment für 24,99 holen. Oder, wenn man sparen möchte, das Sky Titan vom Penny für 19,98. Und jetzt kommen wir zum Penny. Da würde ich mir das Family Stars Familiensortiment mitnehmen für 9,99 und die Double Action Batterie, die ich mir selber auch gekauft habe, für 9,99 €. Kostet in Deutschland 11,99 €, soweit ich noch weiß. Und dann würde ich mir hier noch einmal vom Norma die Corsair Reibkopfknaller mitnehmen für 3,99 €, falls man keinen Hornbach in der Nähe hat. Dann kommen wir gleich zur 100 Euro Einkaufsliste. Da würde ich auch natürlich zu einer Raketen vom Hofer greifen für 24,99 €, Tango oder Bolero. Das müsst ihr selber entscheiden. Oder wenn ihr es noch billiger möchtet, dann das Sky Titan vom Penny für 19,98 €. Noch dazu würde ich mir beim Hofer Merengü 2.0 holen. Wirklich sehr geile Vulkane und die kosten auch wirklich nicht viel. 14,99 € für zwei riesige Vulkane. Dann kommen wir hier zum Penny. Family Stars Familiensortiment für 9,99 €. Double Action Batterie für 9,99 €. Und ja, dann kommen wir noch zum Norma. Goldrausch Raketensortiment würde ich mir mitnehmen, wenn ich nicht nach Deutschland fahren könnte, für 16,99 €, auch wenn es überteuert ist. Dann würde ich mir hier zur Abwechslung das Spider-Leuchtsortiment mitnehmen für 8,99 €. Die Zyklop-Batterie für 9,99 € und einmal noch die Corsair Reibkopfknaller für 3,99 €. Und ja, das war eine kleine Zusammenstellung, was man sich holen könnte, muss man aber nicht. Manche haben keine Norma, dann würde ich eher mehr beim Penny einkaufen. Manche haben keinen Penny, dafür haben sie im Bauhaus oder Hornbach, aber das ist nur meine Empfehlung und es ist auch kein Muss, diese Einkaufsliste nachzugehen. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Beratungsvideo zu den österreichischen Discountern gefallen. Haut rein und ciao!